Wir haben ja einen sehr, sehr großen Marktplatz in Pinneberg, der auch befüllt werden muss, damit er attraktiv ist für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und wir brauchen eigentlich immer mindestens einen Autoscooter und vielleicht noch ein anderes großes Fahrgeschäft. Und das war dieses Jahr nicht zu bekommen. Auch der Autoscooter ist uns leider kurzfristig weggebrochen.